Eine Kundgebung gegen Rechtsextremismus wurde in Plauen auf dem Altmarkt abgehalten. In verschiedenen Redebeiträgen machten die Sprecher aus Politik und Wirtschaft auf eine Gefahr von rechts aufmerksam. Mehr dazu jetzt bei uns. VTV, das Nachrichtenmagazin im Vogtland. Laut Polizeiangaben versammelten sich rund 1.800 Teilnehmer bei einer Kundgebung gegen Rechtsextremismus auf dem Marktplatz in Plauen. Der 23-jährige Anmelder der Veranstaltung zu seinen Beweggründen. Genau. Also die Gefahr von rechts hier ist natürlich schon bedrohlich und das hat man eben auch heute gesehen, da so viele Teilnehmer hier da waren, die das ähnlich sehen. Man muss da einfach wieder mehr miteinander reden, weniger auf Radikalisierung, auch im Privatleben setzen. Und wenngleich die damaligen sozialen Verhältnisse nicht annähernd mit den heutigen vergleichbar waren. Gemessen daran und ohne zu schmälern, dass der eine oder die andere sicherlich auch heute Leid empfindet, kann man uns wohl eher als wehleidige Warmdusche bezeichnen. Denn nie wieder ist jetzt. Vielen Dank. Verschiedene Redner brachten deutlich zum Ausdruck, dass Rechtsextremismus im Vogtland kein Gehör finden sollte. Der junge Student Ulich sieht die vogtländische Gesellschaft in der Pflicht. Mein Wunsch für die Zukunft ist einerseits hier im Vogtland vielleicht eine stärkere Bürgerbeteiligung auch für die Demokratie. Wir haben es heute gesehen, es gibt ganz viele Vereine, Institutionen, Parteien, die sich eben dafür einsetzen, bei denen man aktiv mitarbeiten kann. Und das andere ist natürlich, dass man öfter mal drüber nachdenkt, welche Parteien, welche Personen man unterstützt und dass jeder seiner Verantwortung in der Wahlkabine dann auch gerecht wird, die er eben als Demokrat hat. Mit einem klaren Statement. Liebe Plaunerinnen und Plauner, wir sind heute für Menschlichkeit hier. Zog auch die Plauener Vertreterin im Sächsischen Landtag ein positives Fazit. Ich glaube, das zeigt auch, dass diese sogenannte schweigende Mitte jetzt auch langsam aufsteht. Ich finde das ganz großartig, dass so viele auch aus allen, sag ich mal, politischen Lagern, natürlich jenseits der AfD, heute hier mit auf dem Altmarkt versammelt waren. Ich glaube, das war wirklich ein gutes Zeichen und das tut uns gut, auch mit Blick auf die Wahlen. Wurde ja heute mehrfach angesprochen, wie wichtig es da gerade ist, dass die Demokratinnen und Demokraten auch zusammenstehen. Und das war heute wirklich ein toller Tag für Plauen. Real jetzt Herzen, kommentieren oder teilen. Mehr Nachrichten auf vogtland-tv.de.